Moin und Servus Freunde, was geht ab? Heute haben wir ein Smart 453 am Start, Smart Brabus V4. Ja, so, wenn ihr den Motor startet und der Motor läuft und der hört sich dann so an. Der hört sich schon beschissen an. Gib mal Gas. Dann wisst ihr ganz genau, richtig, eure Steuerkette hat sich gelenkt. Und plus, wenn die Motorkontrollleuchte noch dazu leuchtet und ihr den Fehlercode habt, die Position der Einlassnockenwelle, Zylinder 1, ist im Vergleich zur Position der Kurbelwelle unplausibel. Der Signalvergleich ist fehlerhaft. Fehlercode P001662. Dann könnt ihr davon ausgehen, wie gesagt, dass eure Steuerkette gelenkt ist. Schaut mal, wir haben schon so einige Sachen demontiert, weil das ein scheiß Turbomotor ist. Normalerweise, ich glaube sogar Mercedes macht die Arbeit nicht. Sobald der Fehler irgendwie kommt, baut Mercedes komplett ein neues Aggregat ein. Glaube ich. Ich will da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. So, dann gehen wir mal weiter. Dann haben wir das Auto halt in die Serviceposition gestellt mit den Spezialwerkzeugen, wie es bei Smart so gibt oder bei Mercedes, was auch immer. So, da kommt der 30 cm tiefer der Motor oder das Aggregat. Und dazu, wie gesagt, haben wir mit Edge-Schalldämpfer, Querträger, Querstreben, Antriebswellen, haben wir alle demontiert oder alles demontiert, dann diese Schutzbleche, Katalysator zeige ich euch alle, kommen wir mit. Hier haben wir Ventildeckel, Cut, Kurbelwelle, nee, sorry, Riemscheibe und die Dinger gehen eh kaum raus, weil die Scheiße alle verrostet ist und dann nie abgeht. So, aus dem Grund haben wir jetzt schon mal angefangen zu demontieren. Wichtig hierbei ist halt, dass wir auch Spezialwerkzeug haben, so dass wir eine OT-Einstellung machen können. Und jetzt kommen wir her auf die Seite und zeigt mal der Kette jetzt. Jetzt hört euch das an oder guckt euch das mal an. So, das ist unsere Steuerkette, Freunde. Was eigentlich gemacht werden muss, ist, wenn ihr euch den ganzen Scheiß hier sparen wollt, nehmt den Motor einfach ganz runter, könnt ihr besser arbeiten. Wir müssen halt, wie gesagt, dieser Arm hier, der zum Motorlager geht, zeigt mal bitte. Diesen Arm, den wir hier haben, machen wir eine Lampe am besten an, weil so. Dieser Arm hier ist am Steuergehäuse deckelt. Das heißt, wir müssen hier unser Spezialwerkzeug Serviceposition wieder abstellen und hier werden wir mit einem Getriebeheber rangehen, so dass wir dann quasi Steuergehäuse Deckel demontieren können, das Ganze, ja? Dann würde ich mal sagen, wir sehen uns, wenn es soweit ist und das ist eine übelst Kackarbeit. So, Freunde, neuer Tag, neues Glück, es geht weiter. Einschaltwerkzeug ist drauf und so sieht das Ganze aus. Warte mal, ich hole mal eine Lampe. So, Steuerkette beim Smart 453 Turbo. Wichtig ist, dass die Markierung nach oben zeigt. Die Markierung hier, wo mein Finger jetzt ist, da, diese Einkerbung da auf 13 Uhr. Eigentlich hier dieses Teil, würde ich sagen, sollte ich hier mit hier drüber übereinstimmen. Aber wichtig ist es halt, dass halt hier, warte mal, ich zeige euch, da dieses Markierungspunkt halt senkrecht nach unten zeigt. Also senkrecht von den beiden da so. Zack, dann bauen wir das aus und danach bauen wir die neue ein. Und dann müssten diese anderen Markierungspunkte von der Kette halt hier und hier übereinstimmen. Und danach gucken wir mal, ob das Ganze dann läuft. So sieht das Ganze aus. Hier, Spiel. So, Friends, die Kette ist draußen. So sieht das Ganze aus. Dichtflächen werden noch sauber gemacht. Spannschiene und Kettenspanner und Nockenwellenversteller ist da. Wenn wir das ja exakt gerade so hinstellen, schauen wir mal, ob wir einen Unterschied. Seht ihr diesen Unterschied? Könnt ihr sehen, oder warte, wir müssen ein bisschen, ja, jetzt ist exakt gerade, genau, so wie ihr sehen könnt, ist exakt gerade und der Unterschied ist schon toll für eine Kette. Dann montiere ich das Ganze mal und dann sehen wir uns gleich, wenn das fertig montiert ist. So, Freunde, kleiner Zwischenstand, es ist jetzt 19 Uhr, Steuergehäusedeckel ist soweit eingebaut, das Ding ist dran, Ventildeckel ist dran, natürlich wird das Ganze noch sauber gemacht. Steuerzeiten wurden eingestellt, Kurbelgehäuseentlüftung ist dran. Morgen machen wir halt den Cut dran, Auspuff dran, Kalkriemen rauf, Zündkerzen, Zündspulen rauf. Und ich glaube mal, wenn es morgen soweit ist, können wir morgen zum ersten Mal starten und hören. Auf jeden Fall Motor und Getriebeöl muss noch ran.
Wir können mal hier die alten Sachen erstmal zeigen, die wir hier haben. Nockenwellenfeststeller, Schraube von der Riemenscheibe, Spanner, Kette, Führungsschiene und hier Führungsschiene von dem Spanner. Die Werkstatt sieht aus wie Rotz, da müssen wir aber jetzt durch. Und da es jetzt schon ein bisschen spät geworden ist und morgen auch noch ein Tag ist, bin ich morgen hoffentlich guter Dinge, dass wir den morgen zum ersten Mal starten können, nachdem wir 3 Tage knapp dafür gebraucht haben. Ne, leider haben wir nicht konstant an dem Wagen durchgearbeitet, weil wir zwischenzeitlich auch immer wieder kleine Aufträge hatten, die wir abarbeiten mussten. Und ich glaube mal, diese Woche, morgen, übermorgen, wenn alles gut ist oder gut läuft, sollte er fertig sein. Und für euch ist das gleich, für uns ist es morgen. Bis später. Neuer Tag, neues Glück. Und zwar ist es jetzt gerade 11, 12 Uhr. Wie ihr sehen könnt, sind wir jetzt dabei. Also Servicestellung haben wir jetzt von dem Motor verlassen. Aufgebockt ist es. Provisorisch ist erstmal alles hingeklemmt. Auch die Hitzeschutzbleche sind noch nicht dran. Auspuff ist separat einfach, also hier provisorisch erstmal rangeschraubt. Das wird alles noch verschönert. Die Kabel und so auch. Es geht halt jetzt nur darum, dass wir das Auto starten und dann gucken, ob das Ganze denn läuft. Fehlerspeicher löschen müssen wir dann später irgendwann. Dann starte doch mal bitte das Auto und lass uns doch mal gucken, ob das gute Stück anspringt. Ich hoffe mal. Und ob der auch rund läuft. Wow. Lass ihn laufen, lass ihn mal ein bisschen laufen. Öl ist ja drin. So, Freunde. Wir gucken mal auch gleich, ob der Gas annimmt. Aber so, erster Moment, höre ich jetzt kein Rasseln mehr von der, von der Steuerkette. Und ich glaube mal, wir geben mal gleich ein paar Gasstöße. Wir lassen ihn aber ein bisschen mal kurz laufen, 10, 20 Sekunden, um damit der Wagen erstmal ein bisschen Öldruck aufbauen kann und das alles miteinander verschmiert. Aber ansonsten hatten wir jetzt schon beim ersten Start oder vorher schon Geräusche aus der Steuerkette, aus dem Steuergehäusedeckel. So. Wir warten mal, bis der Kaltstart runter geht. So, das wird noch alles gemacht. Aber so an sich passt. Gib doch mal ganz langsam Gas bis 1500. Erstmal nicht so viel. So. Halt mal gedrückt bitte. Nicht Gasstöße, sondern... Ja? Das ist der Turbolader jetzt. Das Geräusch ist vom Turbolader. Halt ihn mal bei 1200. Ja, so, halt ihn so. Okay. Nee, passt alles. Super, wunderbar. So, Freunde, wir sehen uns dann gleich, wenn das alles ganz montiert ist. Und wichtig ist jetzt, wir checken jetzt erstmal, ob er irgendwo Öl verliert, Ölverlust hat. Ich glaube, alles abgedichtet ist oder nicht, aber so an sich hört er sich erstmal geil an. Bis gleich. Moin und Servus, Freunde. Was geht ab? Was geht ab? Hier haben wir den Smart 453 und zwar haben wir schon eine Probefahrt gemacht. Alles ist zusammengebaut, man sieht gar nichts mehr. Wir können das auch mal kurz einmal hochnehmen, von unten noch einmal gucken. Also wir haben so einige Sachen jetzt neu gemacht, kleines Update. Probefahrt ist da, wir warten mal kurz, bis das Auto hochgefahren ist. Ach ja, bei dem war auch das Türschloss kaputt. Alter, auch so eine scheiß Arbeit bei dem. Aber na gut, Franzose, was willst du sagen, ne? Was willst du machen? Ne? Egal was du kaufst für die Teile, überall ist ein Renault-Zeichen drauf. Ne? So, das wird jetzt alles nochmal schick gemacht. So sieht das Ganze von unten aus. So, Moment. Die Strebe ist wieder dran, Kahlriemen ist drauf, Abdeckung ist drauf. Das, was ihr seht, ist kein Öl. Da haben wir sauber gemacht, da werden wir noch mehr sauber machen. Alles mögliche, Dichtmasse ist drauf. Kein Ölverlust von der Riemenscheibe aus, weil da der Simmerring sitzt. Auspuff ist auch dran. Ja, was soll ich sagen? Alles passt jetzt so, wie es sein soll. Und wir machen mal Auto runter. So, der Mustafa kommt auch gerade an. Wie ihr sehen könnt. In der Zwischenzeit haben wir das zusammengebaut. Da ist der Kollege auch. Moin. Moin. Seid ihr bereit? Na sicher. Zack, keine Klappergeräusche mehr am Dings. Auch wenn man das Auto gestartet hat, hat das schon direkt angefangen zu klappern. Oder Rasselgeräusche von der Steuerkette.
der läuft jetzt, Probefahrt haben wir auch gemacht, Fehlerspeicher ausgelesen, keine Fehler mehr drin. Und meistens hat er auch gerastet, wenn man Gasschüsse gegeben hat bei 1500, 2000 Umdrehung. Gib doch mal einen kleinen leichten Gasstoß. Motor ist auch warm, keine Sorge, Freunde. Okay. So. Okay. Klappergeräusche. Der hört sich super gut an, ne? Der zieht jetzt auch wieder richtig. Keine Fehlermeldung mehr. So, Freunde. Das war's auch jetzt mit diesem Video. Jetzt sieht man mich, Fokus ist für den Arsch. Jetzt aber Steuerkette 453. Was soll ich sagen? Franzose halt. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.